Schon jetzt sind die Temperaturen in der Stadt häufig nur schwer ertragbar. Um den Aufenthalt angenehmer zu gestalten und um der Hitze entgegenzuwirken, ist ein neuer Park mit Wasserelementen gebaut worden. Die Anlage ist Teil des Projekts Cool In. Das Problem mit Hitze in der Stadt ist, dass wir sehr viele versiegelte Oberflächen haben und mit zunehmenden Temperaturen, die ja zu erwarten sind mit Klimawandel-Einflüssen, die Hitzewellen stärker werden und damit auch die Hitze in der Stadt nochmal stärker wird. Das heißt, die Oberflächen heizen sich auf, speichern die Hitze, geben sie dann über längere Zeit ab, auch bekannt als urbaner Hitzeinsel-Effekt. Und generell durch fehlendes Wasser und durch fehlende Feuchtigkeit auch im Boden, durch fehlende Vegetation, leidet das Mikroklima darunter. Das heißt, die gefühlten Temperaturen sind nochmals unangenehmer und die Aufenthaltsqualität leidet darunter. Also die Leute halten sich nicht gern an solchen Plätzen auf. Gefördert wird das Projekt vom österreichischen Klima- und Energiefonds. Die Innsbrucker Kommunalbetriebe AG, kurz IKB, leiten Cool In. Neben der Universität Innsbruck ist auch die Stadt Innsbruck und die Universität für Bodenkultur in Wien Teil des Projekts. Alle Teilnehmenden haben ihre eigenen Aufgaben. Wir sind wir waren in der Planung beteiligt natürlich auch, aber unser Fokus ist das Monitoring und die Evaluierung dieser Maßnahmen. Hier am Platz haben wir mehrere Sensoren verbaut. Wir sammeln meteorologische Daten, Niederschlag, Lufttemperatur, Luftdruck, Wind, Stärke, Windrichtung, Sonneneinstrahlung. Wir sammeln aber auch Bodentemperaturen der verschiedenen Oberflächen, die wir hier sehen. Das heißt Oberflächentemperaturen, wir sammeln Bodenfeuchtigkeit und aus diesen Daten wollen wir letztendlich die Wirksamkeit dieser Wasserelemente dann berechnen. Ob das bringt, was wir uns erwarten, ob das wirklich das Wohlbefinden auf diesem Platz hier auch steigert. Das Projekt solle dem Klimawandel entgegenwirken. Deshalb wird ganz genau auf den Strom- und Wasserverbrauch geachtet. Ja, der Stromverbrauch ist nicht sehr stark. Der Wasserverbrauch ist in gewisser Weise da, wobei es natürlich auch ein Wasserrecycling gibt, dort wo wir es können. Das heißt, das Wasser wird im Kreislauf geführt, wird über Sandfilter und UV-Anlage wieder aufbereitet. Die Düsen, die man hier allerdings sieht, oder die Sprühnebel, das ist Frischwasser, das hat einfach Hygiene. Gründe. Das heißt, wir hoffen ja auch, dass es sehr viel genutzt wird, dass dort Kinder spielen und die werden das Wasser trinken, die werden sich hoffentlich unter den Sprühnebel stellen und das einatmen und die Kühle genießen und dafür wird also Frischwasser verwendet. Für die IKB sei der Park schon jetzt ein Erfolg und würde mehr genutzt als erwartet. Mir gefällt es sehr gut. Also ich bin sehr zufrieden. Die Planung kommt vom Amt für Grünanlagen. Die haben das intern gemacht, in Abstimmung mit den anderen Partnern natürlich. Aber mir gefällt es sehr gut und ich denke, ich werde hier auch mehr Zeit verbringen. Bis Ende August hat der Park aber nicht nur die Aufgabe, die Stadt zu kühlen, sondern er ist auch Standort für die Veranstaltungsreihe Klimasalon Innsbruck. Deshalb finden hier eine Reihe an Events und Workshops statt.